Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Beim letzten Mal sind wir quasi auf die Medi-Station gekommen, haben hier einiges an Viecher weggeschnetzelt und nun geht es weiter. Wir müssen immer noch quasi den Captain dieses Schiffes finden und seinen Rig mitnehmen. Ich muss mir erstmal eben wieder ein bisschen... wir müssen seinen Rig mitnehmen, damit wir unserem Kollegen, es gibt ja nur noch einen, die nötigen Berechtigungen erteilen können. Ich mache das mal wieder so. So. Jo, ist wieder richtig, ich sehe da, Föten. Warum gefällt mir das nicht? Habe ich 10? 12. Okay. Die Killerkinder. Da können wir auch noch rein. Wir müssen da auch noch rein. Oh. Wie undankbar. Oh, da liegt noch was. Muni. Ich bin ja schon hart am Überlegen, ob ich dafür eventuell den hier nehmen soll. Wie viel haben wir davon noch auf Lager? Wow. 5. Also ein Magazin haben wir noch. Wir müssen uns mal unsere Tasche aufwerten. Ich kann auch nicht durch Scrollen wechseln. Ich muss das... per Tasten machen, okay. So, Killerföten! Ah! Hey! Kein Problem! Ekelviecher! Mehr. Aber ich mag die Musik. Ich finde das die Musik mitunter schlimmer als das Geschrei, was drumherum ist. Hier kommen wir ein Stockwerk höher. Ja, bleibt uns ja nicht viel übrig, ne? Wo? Ich sehe nichts. Natürlich. Ekelviech. Bäh. Deswegen kriege ich keine Kinder. Also ich jetzt kriegen selber nicht, aber... Nee. Ah! Geh weg. Ja, es flabbert noch mit. Ist hier noch irgendwas? Ja. Security Phone, naja, ich muss mal eben telefonieren. Ich höre es flabbeln. Weil ich wahrscheinlich Leichenteile mit mir rumschleppe. Ja. Hier war aber noch was. Ist hier noch was? Das war's. Okay. Gut, dann gehen wir halt weiter. Voller Tatendrang sind wir jetzt hier weiter unterwegs. Zum Hauptlabor. Okay. Klingt hier wieder nach irgendwo nach einer defekten Tür.
Ich traue hier gar nichts mehr. Das ist. Sollen wir nachladen? Nein. Bei diesen großen, die strahlen. Thermit. Huch. Ach. Okay. Das Thermit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Shockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Ja, schön. Okay. Was haben wir hier? Achso, das geht nicht. Wir haben aber einen Energieknoten bekommen, dann können wir wieder ein bisschen upgraden. Je nachdem, wo wir sind. Ich warte, dass ich direkt mal direkt vor so einem. Ach, ich komme. Ah, ich bin hier wieder rausgekommen. Ah, so. Hier waren wir doch schon. Okay, ach, hier war ja vorher zu, oder? Ja, da ist die Agro-Tür. Kennen wir ja schon. Was? Wo? Stirb doch endlich! Hilfe! Fliegen schon hören kann, dann ist das immer super. Achso, da müssen wir dann durch. Steht da? Was? Ach, evacuate this area. Ah, oh. So schlimm hier. Schauen wir nach, ob wir uns irgendwas kaufen können. Zumal wir ja einen neuen Energieknoten haben. Starspack. Einmal, das brauche ich eine Werbgang, glaube ich, fürs Upgraden, oder? 17.600 Credits. Können wir davon uns vielleicht eine neue Waffe kaufen? Anzug Level 2. Inventarslots und Panzerung. Ich nehme den mal. So auswählen. Kaufen. Jawohl. Jetzt werden wir wieder umgerüstet. Oder mal umgerüstet. Scheint ganz schön eng darin zu sein. Yeah. Okay. Haben wir denn noch was? Luftkanister, klein. Meine Nase juckt, das ist ja schlimm heute. Medipack, Strahlmunition, Plasma-Strahlenkanone. Ach, das ist. Ah, Plasma-Energie 25. Nee. Achso, ist zum Verkaufen. Okay. Impulsgewehr, Energieknoten, Stasi-Pack. Haben wir, glaube ich, gerade alles. Schauen wir nach. Wir haben auch drei neue Plätze dazu gekriegt. Ja, also munitionstechnisch sind wir noch eigentlich relativ gut aufgestellt. Das geht alles noch. So, ich würde mal sagen, das ist ja eigentlich Thermitbombe. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, dahin. Ja, das wird schon seinen Grund haben, warum das hier abgesperrt ist. Deshalb, ich freue mich schon, da durchzugehen. Ja. Es klingt so fett. Ishimura Crew Members, welcome to the lab. If you have been referred to the lab, please have your referral form
Also, wenn ihr hingeschickt wurde, dann zeigt vor, dass ihr hingeschickt wurdet. Ja klar. Erst Krieg. Okay, wir können nicht auf den schießen, weil es ein Kollege ist. Hallo? Mir geht's doch nicht mehr gut. Safety first. Aber Alter, was ist denn mit dem gewesen, dass er sich jetzt ein Schädel hier zerdeppert hat? Was soll das? Huch. Hey. Nehmen wir. Und Stase auffüllen. Steht da? Bildgebende Diagnostik. Warnung. Erhöhte Strahlung. Hey. Ich habe auch Strahlung dabei. Oh ja. Erwarte fürchterliches. Evacuated Area. Ach, hier auch. Was war das denn? Was war das und warum war es so riesig? Das wäre eine Diagnose. Da oben liegt was. Wo muss ich hin? Da vorbei. Ah, so. Chinese ging mit F, ne? Achso, machen wir uns den Weg frei. Alles klar. Ich höre Geflabber. Ach, natürlich. Alter! Ah! Geh weg! Oh, ne, ich hau ab. Aua. Ja, alles gar kein Problem. War hier nicht noch eins? Oder hab ich das schon kalt? War das schon tot? Das war schon. Plasma-Energie. Hey, achso, das habe ich schon tot gemacht. Okay. Ach so. Aber das muss hier raus. Das ist so wie so eine Sicherung. Da rein. Jetzt gehen die Türen auch wieder. Will ich das? Ich. Einfach um mal ein bisschen die anderen Waffen zu zeigen. Ich probiere das mal aus. Wie viel haben wir davon noch? Haben wir doch eben wieder was aufgehoben. Machen wir mal. Hm. Okay, so viel dazu. Au! Ah! Impulsprojektil. Kam der denn? Ach, natürlich aus dem Lüftungsschacht. Woraus auch sonst? Ih! Jetzt ist aber mal gut hier, Alter. Jetzt reicht's aber. Also. Ja, der Plasma-Cutter ist super. Den benutzen wir auch gegen die größeren Viecher dann. Kann ich den nochmal nachladen? Nur damit wir dann auch schnell drauf wechseln können und ich erst nochmal nachladen müssen. Da laden wir auch mal nach. Also gerade sind wir noch mit Munition gut aufgestellt. Das ist erfreulich. Da können wir hoch. Ich will nochmal auf der anderen Seite durch die Tür gehen. Ist hier noch irgendwas? Ach nee, das ist einfach nur. Dicht. Hm, hat das zu. Okay. Ach, hier ist eine Werkbank. Siehste mal. Da wollte ich doch mal schauen.
Lass mal kurz schauen, Rick. Ich glaube, wir. Trefferpunkte. Genau, das wollte ich ja auch. Wir haben zwei Knoten. Damit wir mal ein bisschen mehr aushalten. Mal den da. Haben wir jetzt gerade zwar nichts von, aber mit dem nächsten Knotenpunkt können wir hier mehr aushalten. Mal gucken, wo wir noch Energieknoten finden. Und mir wurde zugetragen, dass wir. Was haben wir hier? Textlog. Medizinisches Logbuch. Ich habe das letzte gar nicht durchgelesen. Dr. Warwick. Warwick? Ach, okay, auch League of Legends. Chief Psych Officer. Bericht über psychiatrische Beobachtung. Patient Harris B. Arbeiter. Mit der, ja, weiß ich, Nummer. Schlag mich tot. Harris schläft jetzt. Allerdings erst nach Verabreichung eines weiteren starken Sedativums. Ohne die medizinischen Hilfsmittel scheint er tatsächlich nicht schlafen zu können. Ganz egal, wie ausgeprägt der Wunsch ist, wach zu bleiben. Erliegen die meisten Menschen nach mehr als 50 Stunden ohne Schlaf der Erschöpfung. Nicht zu Harris. Seine Schilderung der Ereignisse in der Kolonie ist ebenfalls merkwürdig und deutet... Muss ich jetzt echt mit dem Pfeiltasten, muss ich einmal rumgreifen, ja, tatsächlich. Und deutet... Wie ist es denn noch? Auf die gleiche Paranoia hin, die wir bereits anderorts auf dem Planeten feststellen mussten. Seine Schuld steht außer Frage. Zwei Sicherheitsoffiziere waren anwesend, als er Dr. Cirello als Geisel nahm und Schwester Evans ermordete. Er bereut seine Taten allerdings auch nicht. Auch nicht, ja. Er besteht vielmehr darauf, dass kein Verbrechen vorliegt und er verspürt keinerlei Schuld. Sein Verhalten ist zwar das eines klassischen Soziopathen, doch weist Harris darüber hinaus keine weiteren typischen Symptome auf. Er ist umgänglich, freundlich, zeigt Einfühlungsvermögen und äußert seine Meinung. Befragt man ihn jedoch nach dem Mord, zieht er sich zurück. Wird unnachgiebig und zeigt schizophrene Verhaltensweisen. Er leidet zudem in periodischen Abständen an Halluzinationen, die wiederum jenen anderer Kolonisten ähneln. Harris behauptet, er habe den Doktor bedroht, weil er wollte, dass die Träume und Fratzen weggehen und dass er wieder töten würde, um es wieder ganz zu machen. Ich habe allerdings noch nicht herausgefunden, was das bedeuten könnte. Ein absolut faszinierender Fall. Ja, die Leute sind hier wohl mitunter durchgedreht, wenn man hört, dass es mehrere von denen gab. Da liegt was. Ich will das haben. Ist das die? Müssen wir oben rum wahrscheinlich oder so, ne? Ach so können wir. Ach so, aha. Okay, hätten wir vielleicht da verwenden sollen. Vielleicht finden wir noch einen auf dem Weg. So kommen wir auch durch geschlossene Türen. Aber nun, da wir hier nicht durch können, würde ich sagen, müssen wir doch den Aufzug nehmen. Ich warte auf weitere Killerbabys. Da haben wir was. Achso, können wir uns auch Sachen ranziehen. Aha, praktikabel. Ja. Lüftungsschacht. Oh Mann. Infidels. Eindringlinge? Oder was heißt das? Ungläubige. Ungläubige? Achso, jetzt müssen wir uns das Ding. Noch ein Stück. So können wir darüber. Und ich weiß, ich habe es ja schon mal angespielt. Wenn wir jetzt weiterlaufen, kommt, glaube ich, von hinten ein Viech. Oder es kommt von überall Viecher, das kann natürlich auch passieren. Ich mach dich lieber dreimal tot, bevor du nochmal rumläufst. So. Hast du was? Apropos. Turbo Junkie. Auf T drücken für kleines Medipack funktioniert nicht. Oder muss ich das hier machen? Nein, das geht nicht. Scheiß Pfeiltasten. Warum kann man das ja eigentlich nicht auch über WASD machen, hä? Ein mittleres? Oder zwei kleine? So eins. Ach, noch, komm mal klar. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen auffüllen. Hast du noch was hier?
Credits. Oh, nun müssen wir da weiter. Wenn die toten Körperteile hier rumliegen und Geräusche machen, ist das immer sehr schön. Zero G, Therapiebereich. Ah, 0 G, das heißt, schwerelos. Das kenne ich auch noch. Ach, wir müssen mal kaputt schießen, stimmt ja. Vielleicht mal abspeichern oder besser nicht. Da ist vollgeladen. Na gut, mal gucken. Komm mal auf. Zero G. Was haben wir hier noch stehen? What are you willing to give up your life for? Also wofür würdest du dein Leben geben? Was haben wir da noch? The marker will save us. Der Marker wird uns retten. Put it back. Put it back where it belongs. Tut es dahin zurück, wo es hingehört. Was haben wir noch? Diverse Zeichnungen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ach ja. In einem Vakuum haben Sie nur einen begrenzten Sauerstoffvorrat. Verwenden Sie Luftkanister und Luftstationen, um Ihre Luftanzeige zu füllen. Ach so, das ist ja schön. Wir haben hier eine Minute in, Na. Draußen haben wir quasi eine Minute. Auch nicht mehr ganz, aber immerhin. Ich frage mich gerade nur, ob uns hier irgendwas angreifen kann, aber eigentlich ja nicht. So, dann würde ich sagen, gehen wir aber auch schon wieder rein. Auf der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Okay. Zero Gravity Therapie Room. Ich höre hier wieder Gamatsche. Ach komm, dahinter ist doch was. Werden wir aber erst im nächsten Part rausfinden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal.